Okay. Also wir machen jetzt mal die Mundhöhle, Nasenhöhle, Rachenbereich mit Kehlkopf. Ja. Also erstmal die knöcherne Begrenzung. Da haben wir einmal hier vorne das Os incisivum. Danach kommt der Prozessus palatinus des Os incisivum. Danach der Prozessus palatinus der Maxilla. Rechts hinten dann noch ein kleines Stückchen Os palatinum. Die Mundhöhle kann man einmal einteilen in einen Vorhof, ein Vestibulum oris. Und eine eigentliche Mundhöhle, Carum oris proprium. Dann einmal die Zunge weg. Da haben wir dann einmal hier oben den harten Gaumen, Palatum durum, mit den Gaumenstaffeln Rugae palatinae und der Gaumennaht der Raphe palati. Dann haben wir hier unten einmal das Frenulum, das Zungenbändchen, welches einmal einen präfrenulären Bereich abteilt und einmal einen Rezessus, also zwei Buchten, Rezessus sublinguales laterales auf beiden Seiten. Im präfrenulären Bereich haben wir die Hungerwarzen, Caruncula sublinguales, die Ausführungsgänge von der Glandula sublinguales und der Mandibularis darstellt. Beim Pferd haben wir allerdings nur die Mandibularis. Und wir haben dann nur im hinteren Bereich noch eine sublinguales Monostomatika fehlt. Deswegen haben wir hier, sieht man auch schon die Ausführungsgänge, die Glandula sublinguales Polystomatika. Die Mundhöhle reicht, wie gesagt, von vorne von den Zehen bis zum letzten Backenzahn. Ach genau, zur Schleimhaut kann man noch sagen, das ist kutane Schleimhaut.